Ah, heute ist jede Menge Action, würde der Kaiser Franz sagen. Und das an einem Montag, wo eigentlich keine Konjunkturdaten sind, wo wir aber, so vermute ich, die Nachwehen des großen Verfalls sehen. Wir sehen Nvidia ziemlich bös unter Druck. Dagegen sehen wir eine ziemlich heftige Rotation eben in den Dow Jones oder in Dow Jones Werte, in Russell 2000 Werte, also die Nebenwerte. Also das, was nicht so gut gelaufen ist wie Tech und Tech, vor allem die Chipwerte heute mit einem Abverkauf, der wahrscheinlich eben mit diesem großen Verfall am Freitag zu tun hat, weil die Dealer, die Optionsverkäufer ihre Absicherungspositionen jetzt auflösen und so kommt eben das zustande, was wir heute sehen. Hier heute nochmal oder jetzt am Wochenende nochmal. Morgan Stanley mit der nächsten Aufstufung von Nvidia. Diese Dame hier, die Sie sehen, die ist derzeit ziemlich berühmt. Ihr Video ging viral. Ich weiß nicht, wer kennt oder wer es kennt, weiß, was da gemeint ist. Aber auf jeden Fall so ein bisschen diese Echoblase. Jetzt stufen wir Nvidia nochmal rauf und wir haben den guten Tom Lee, der uns erzählt, also 15.000, eine Verdreifachung des S&P 500 bis Ende der 20er Jahre. Weil Aktien haben ein dauerhaft hohes Plateau erreicht, wie man 1929 von einem Ökonomen hat hören können. Und 1929, dann eben 2029, dauerhaft hohes Plateau, halt nur mit einer kleinen Verdreifachung. Also, wir sehen, da ist natürlich eine riesen super Stimmung und das bei einem Chart von Nvidia, den Sie hier oben sehen, der nach oder dessen Divergenzen geradezu zum Himmel schreien. Unten sehen wir einen anderen Chipwert, Broadcom. Hier sind wir unter alle relevanten kurzerfristigen Durchschnitte gefallen. Das ist ein Warnsignal. Die Institutionellen gehen raus, wenn diese gleitenden Durchschnitte hier ein 12er, ein 20er und ein 25er, wenn die 55er, sorry, wenn die gebrochen werden, dann wird normalerweise die Reißleine gezogen und das macht vielleicht auch fundamental Sinn, denn damit Nvidia seine Bewertung rechtfertigt, müsste man um und bei 1 Billion an Verkäufen haben im Jahr 2034, also in 10 Jahren, das wäre in etwa das Dreifache von Apple. Okay, jetzt denkt natürlich viele, ja, diese KI-Chip-Nachfrage, die geht exponentiell weiter. Allerdings ist da vielleicht ein klitzekleines Fragezeichen dahinter zu setzen. Nvidia jetzt der 25% in 3 Handelstagen verloren. Und dass das kein wirklicher Zufall ist, zeigt hier diese Grafik. Wir sind so weit entfernt bei Tech in Relation zu eben dem S&P 500, dass es schon schreit. 8% und 27% über dem 20er und über dem 200er Tagesdurchschnitt. Das hat es in der Form noch nie gegeben. Und irgendwann wirkt eben Schwerkraft, wie sie wirkt, nämlich nach unten. Wir werden sehen, wie weit das Ganze geht. Bei Nvidia eine wichtige Unterstützung bei 116. Das wäre ein Niveau, das hier erstmal halten könnte. Meine zweitbeste Freundin Cathie Wood hat ja kürzlich noch gekauft, nämlich Nvidia und TSMC, also Chip-Aktien. Das war eine super gute Idee, wie die gute Cathie hier nochmal anzeigt. Und schauen wir uns mal die Heatmap heute an. Wir sehen Dow Jones 1% im Plus, wir sehen Nasdaq im Minus, nicht krass, aber eben im Minus. Wir sehen den Russell deutlich im Plus. Also das, was ich anfangs meinte, wir haben eine Rotation und wir sehen die Heatmap weitgehend grün. Aber Nvidia mit diesen fast 5% oder 5%, die wir heute auf der Uhr haben im Minus, das zieht den Markt eben nach unten, respektive zieht den S&P ein bisschen nach unten, zieht den Nasdaq 100 noch deutlich stärker nach unten. Und hier sehen wir mal Rotation in the House, wie Sven Henrik hier sagt, Lagging and Dragging in 2024. Da war eine fallende bullische Wedge, positive Divergenzen oben im RSI und dann kommt es, wie es kommt. Die Werte, die so verprügelt wurden, die nicht mitgelaufen sind, die werden dann eben gekauft. Zumal wir im Grunde sehen, dass diese Tech-Euphorie ja fast schon grenzenlos war. Wir hatten diese massiven Zuflüsse in den letzten 4 Wochen. Wir hatten eine Outperformance von Nvidia.
45% gestiegen, andere Chip Companies 17%, die Fabulous Five, also die großen 5 Aktien 11%, während der Rest der Aktien verloren hat, sogar nämlich 2%, und Momentum jetzt fast 60% gestiegen in diesem Jahr. Es gab es nur einmal, dass das noch krasser war. Also irgendwann ist halt auch mal die Zeit, da ein bisschen Luft zu holen, zu dem wir hier sehen, die einmonatige Outperformance des Tech-Sektors in Relation zum S&P so groß wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir sehen Tech-Valuations in Relation zum S&P 500, also die Bewertungen so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr in diesem Verhältnis. Also ich kann mich da nur wiederholen, meine Damen und Herren, das ist also praktisch jetzt kein Wunder, muss man sagen. Hier sehen wir auch mal die 100 größten Aktien und der Rest ohne diese 100 Aktien, der ist sogar eher nach unten gerichtet. Und die Wall Street ist eben so herdentriebmäßig. Entweder gehen alle rein in Tech, das Spiel läuft dann Wochen, teilweise Monate oder ist ja sehr lange gelaufen. Und dann gehen erstmal alle wieder raus und gehen alle eben woanders rein. Es ist dieses linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Und die Frage ist, passiert das auch bei Bitcoin? Wir sind heute in Richtung 60.000 unterwegs und normalerweise lief das ja einigermaßen parallel, nämlich Bitcoin und der Nasdaq 100. Wir sehen aber jetzt ziemlich starke Abflüsse aus Bitcoin-ETFs in den letzten 2 Wochen. Hier rechts sehen wir den Bitcoin-Kurs, der heute ziemlich unter Druck ist. Und das, obwohl eben eigentlich ganz gute Nachrichten für Bitcoin da sind. Aber wie heißt es so schön, wenn ein Kurs nicht mehr steigt, trotz guter Nachrichten, dann tendiert er dazu zu fallen, nicht wahr? Schon die letzten beiden Wochen waren ja nicht so wirklich gut. Und heute hat es einen erwischt, der wahrscheinlich eine ziemlich große Nummer ist, nämlich der größte koreanische Bitcoin-Trader, also der das meiste Volumen bewegt, und die Koreaner sind da ziemlich weit führend, so oder so. Sato, und den hat es heute wohl erwischt, der wurde wohl rausgenommen, hatte ein Margenproblem bei 61.650 Dollar, und insgesamt, wir sind ja im Januar diese Bitcoin-ETFs eingeführt worden, der Durchschnittskurs der Käufer liegt bei 60.500. Die sind jetzt also Pi mal Daumen wieder auf Null nach den Gewinnen, die man nach Anstieg auf das Allzeithoch hat erzielen können. Aber Gewinne sind nur Gewinne, wenn man sie realisiert. Und wie wird das Ganze jetzt mit den Aktienmärkten weitergehen? Ziemlich viel Action, sehr volatil, rauf, runter, runter, rauf. Da ist durchaus was geboten. 80% der S&P 500 Unternehmen sind jetzt in der Blackout Period. Das Ganze wird dann sich noch steigern Richtung 4. Juli. Dann sind praktisch alle aus dieser Geschichte raus. Und diese Buybacks, diese Aktienrückkäufe sind natürlich ein gigantischer Faktor. Wir sehen, hier haben wir schon jetzt Stand zweites Quartal 2024 fast so viel wie in den Hochjahren 2021 und 2022 an Buybacks. Also da ist natürlich ein Kurstreiber, der derzeit so ein bisschen ausfällt. Wir haben heute Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe bekommen. Die Frühindikatoren, Leading Indicators, wieder negativ, minus 0,5 statt minus 0,3 erwartet. Damit jetzt 0 oder unter 0 dieser Index, sage und schreibe, 27 Monate in Folge. Also das ist normalerweise ein sehr klares Anzeichen für eine Rezession. Und die Frage ist, wenn wir uns mal Anleihen und Dollar anschauen, dann sehen wir ja, der Dollar ist tendenziell stark. Yuan unter Druck, indische Rupie unter Druck, japanischer Yen unter Druck, auch der Euro jetzt nicht bärenstark, während die Renditen eben latent nach unten gegangen sind. Wer hat recht, Renditen oder Dollar? Normalerweise laufen die auch sehr parallel. Also irgendwas muss sich da auflösen. Und eine Auflösung wird auch kommen bei Apple. Die Aktie ja heute deutlich im Plus, und das, obwohl da eine Strafe der EU kommt, vermutlich denkt man, ja gut, die Europäer, lass die mal reden. Aber auf jeden Fall hat Apple hier bestimmte KI-Features, wird man jetzt erstmal nicht in Europa integrieren können. Und das dürfte eben bedeuten, dass diese Hoffnung, die man hat, dass die iPhone-Verkäufe deutlich anziehen, zumindest in Europa durch diese KI-Integration nicht wirklich passieren werden. Und wir hatten Konjunkturdaten aus Deutschland, ziemlich schwacher IFO-Index. Der ist auf 88,6
gefallen. Den Unternehmen fehlen Aufträge und es fehlt die Nachfrage, so heißt es seitens IFO. Wir haben heute die Meldung, dass die Insolvenzen um 30% auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegen sind. All das hat auch zu tun eben mit der Energiepolitik, mit der Politik insgesamt der Bundesregierung. Hier sehen wir mal, wenn wir das anschauen, 2000 bis 2023, wer hat denn seine CO2-Emissionen gesteigert? Deutschland auf jeden Fall nicht. Dass man dann das Weltklima retten kann, indem man CO2-frei wird, ist wahrscheinlich das intellektuelle Geheimnis von Robert Habeck und den Seinen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, Technologien zu entwickeln, die uns die anderen aus den Händen reißen, um eben sauberer produzieren zu können. Und ohnehin scheint es mit der Koalition schwierig zu werden, mit der Ampelkoalition. Immer mehr FDP Abgeordnete sagen also hier Schuldenbremse, das wird nicht aufgelockert, während die SPD ja das unbedingt will, vor allem die Mitglieder der SPD. Dabei haben wir schon einige Finanzlöcher und wir sehen gerade bei Frankreich, dass Schulden durchaus bezahlt werden müssen, respektive Schulden ein Problem sein können. Das vielleicht mal an diejenigen, die glauben, man könnte sozusagen hier einen Free Lunch haben. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Meine zweitbeste Freundin, die kürzlich noch Nvidia und anderes gekauft hat und alles im Depot hat, was man vielleicht jetzt meiden sollte, die ist ja richtig schwach unterwegs in diesem Jahr, obwohl die Aktienmärkte ja gestiegen sind. Und mein Kollege hat mal analysiert, was da passiert, warum die meisten Leute da Geld verlieren und vor allem, was man aus einem solchen Desaster lernen kann, das sich immer wiederholt. Das ist sozusagen menschliches Verhalten, das immer wieder zu beobachten ist. Das ist eine sehr dringende erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Gerne weiterempfehlen über Social Media. Dann Goldpreis, auch super interessant. Alte Thesen zählen nicht mehr. Was sich da verändert hat in diesem Artikel, die zweite Empfehlung. Und bevor ich Sie jetzt in den Feierabend entlasse, Olarius im Cum-Ex-Verfahren freigesprochen worden, weil eben seine Gesundheit ein Verfahren nicht mehr zulässt. Das ist gut für unseren Olaf, den Vergesslichen, das könnte ihn vielleicht noch mal ein bisschen retten vor seinen Gedächtnislücken in der Cum-Ex-Affäre. Das ist die dritte Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.